Dschungelcamp. Wie haben wir das gebaut? Ich zeige euch mal ein bisschen rum. Hier haben wir nochmal Kulissen von den Außenseitern. Ist mir doch egal! Und hier, was ist denn das? Eine Batterie von Soldaten. Scheiße, Mann. Ja, hier seht ihr mal Utensilien für generellen Dschungelbau. Also wir greifen da auf echtes Material zurück, echte Stämme, Äste, die wir nehmen. In unserer Welt ist ja dann ein kleiner Ast, durchaus ein Baum. Aber wir haben auch hier viel Kunstzeug, quasi so eine künstliche Tanne. Aber auch hier zum Beispiel, das ist Buchsbaum, das ist eine echte Pflanze, getrocknet und dann nochmal später besprüht. Das sieht man hier so ein bisschen, wenn man es erkennen kann, so die kleinen Farbtropfen drauf. Und hier Moos. Echtes Moos. Das bleibt sogar noch ein bisschen grün und kann man zum Beispiel hier für einen kleinen, kann man es erkennen, für einen kleinen Baum verwenden. Gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier Schlafgelegenheiten. Ich würde sagen, damit sind die Portionen für uns alle gerade ein bisschen größer geworden. Hier, Hängematte. Zwei wieder echte Baumstämme, verbunden hier mit Draht. Und dann haben wir einfach so ein bisschen Stoff bemalt und hingebogen. Und ich zeige euch mal das Set, wo wir unser kleines Dschungelcamp gedreht haben. Kennt ihr ja alles schon. Wir arbeiten hier mit der Canon 5D. Zeichnen hier auf einen Mac auf. Nehmen als Line-Testing-Software Dragon Stop Motion. So, und jetzt mal hier zum Set. Sehen wir hier mal klassisches Dreipunktlicht, Hauptlicht, Lichtspitze von hinten. Und nochmal einen Bounce für den Schattenbereich der Figur. Ja, das sind sie. Lahm, Gomez und Schweini. Und dann haben wir hier unsere Deko verbaut, Steine. So ein Stein, zeige ich euch mal, ist eigentlich so ein Styrodur-Block. Das rosafarbene Zeug nimmt man eigentlich zur Dämmung von Dächern oder Wänden. Da haben wir hier zum Beispiel zwei Flächen zusammengeklebt und dann kann man die schnitzen, abschleifen und hinterher bemalen. Vielleicht mit einer kleinen Gipslasur überziehen, damit es so ein bisschen Kontur, Textur bekommt und dann schön bemalen mit Acrylfarbe. So, und davon haben wir halt massig hier im Studio. Und ja, so sieht dann das Set aus. Boden besprüht mit einer Terrakotta-ähnlichen Farbe. Und hier auch wieder das ist von einer echten kleinen Palme. Und dann haben wir das aber nachträglich noch mit Draht verstärkt. Sieht man hier so die kleinen Windungen, um die auch hinzubiegen. Hier mal so ein Stamm von einer Palme, der an nichts endet. Als Hintergrund haben wir hier so einen, sieht fast aus wie so ein tarnfarbenes Netz. Ist aber ein Hintergrund, der ist riesig. Der ist 6, 7 Meter mal 2, 3 Meter breit. Den hat man mal für einen anderen Film gebraucht. Ja, so sieht's aus. So, ich hoffe, hat ein bisschen Eindruck gegeben von dem, was wir hier gemacht haben. Wenn ihr Fragen habt, immer wieder hier unten in den Kommentaren reinschreiben und wir versuchen es zu beantworten. Und jetzt hier draufklicken auf den Film. Viel Spaß. Ciao, ciao.